Zusammen mit tausenden Rennsportfans hat sich der erste offizielle Michael Schumacher Fanclub in den Hartwald zurückgezogen. 5 Tage kampieren die Formel-1-Touristen zwischen Südtribüne und Autobahn. Dabei sein ist alles, auch wenn Schumi heute schon zum 2. Mal fehlt. Das war ein Schock, muss ich Ihnen sagen. Aber wie er reingeknallt war in den Reifenstapel und hat gesehen, dass er aufstehen wollte, da waren wir schon mal ein bisschen beruhigt. Nur wie wir dann gesehen haben, dass es länger gedauert hat, den zu bergen. Dann die weißen Tücher, die man davor gesehen hat. Da habe ich persönlich das Wort an Stefan Bellof gedacht. Der ein Spar verunglückt ist tödlich. Und das war ein sehr großer Schock. 300.000 Fans fiebern einem spannenden Rennwochenende entgegen. Schumacher hin oder her. Die deutschen Rennoffiziellen sind längst 2 Monate weiter. Sicherheitsüberprüfung am Nürburgring. Am 26. September Austragungsort für den Großen Preis von Europa. Mindestens einmal im Jahr checkt Albert Uferkamp jeden Rennkurs in Deutschland auf Herz und Nieren. Die internationalen Standards müssen vor Ort garantiert werden, sonst ist die Streckenlizenz weg. Gucken wir mal, wie die Systeme aussehen. Wir haben hier unsere Sixpacks, die 2 Reihen Reifen vor der Leitplanke. Wenn einer die Kurve verlässt und nicht mehr bremsen kann, dann wird er hier aufgehalten, die Energie des Fahrzeugs wird vernichtet, die Sixpacks stützen sich an der Leitplanke ab und es kann somit dem Fahrer und dem Auto nur relativ wenig oder gar nichts passieren. Zehntausende von alten Autoreifen vor breiten Auslaufflächen. Das sind die wichtigsten Säulen im Sicherheitskonzept der FIA. Wir sind jetzt hier im Kiesbett des Castrol-Esses. Dieses Kiesbett ist recht weitläufig, ca. 180 bis 200 Meter. Das ist so lang, weil wir relativ hohe Geschwindigkeiten erreichen und die Fahrzeuge hier sicher abgebremst werden können, wenn die Räder noch dran sind. Bei einem Formel 3000, der ohne Räder hier reinging, der kam bis zur Reifenkette. Die Offiziellen sind mit den Sicherheitsstandards mehr als zufrieden. Neue Ideen haben kaum eine Chance. Zum Beispiel die des tschechischen Ex-Rennfahrers Miroslav Hanel. Er hat eine verbesserte Reifenbarriere entwickelt, die beim Aufprall 2/3 mehr Energie aufnehmen soll. Also so wie Sie da sehen, das ist ganz einfaches System. Das sind so alten Coca-Cola, Pepsi-Cola-Flaschen oder Plastikflaschen. Die werden zueinander reingeschoben. Das funktioniert wie ein Kolben. Ja? Und dann werden die Flaschen zusammengestellt und werden in den Reifenstapel reingeschoben. Nur diese Höhle zwischen den Reifen wird komplett ausgefüllt. Das heißt, das ist das, was den ganzen Aufprall mindert. Meinen Sie, dass der Schumacher sich damit nicht verletzt hätte bei diesem Unfall? Ich bin der Meinung, dass das nicht passiert wäre. Er wäre unverletzt aus dem Wagen ausgestiegen. Das Crashtestzentrum im britischen Cranfield. Auch die Rennbehörden haben den Unfall von Michael Schumacher minutiös untersucht und ausgewertet. Peter Wright, Unfallbeauftragter der FIA. Wir wissen genau, warum der Unfall passiert ist. Er hatte ein Problem mit den Bremsen. Wir wissen, wie schnell er war, 300 Stundenkilometer. Wir wissen, wie schnell er aufs Kiesbett fuhr und wie ihn das bis zu den Reifenstapeln abgebremst hat. Das waren ungefähr 100 Stundenkilometer. Wirklich, dieser Unfall war sehr schwer und er hatte viel Glück, dass er sich dabei nur ein Bein gebrochen hat. Vor 10 oder 15, 20 Jahren wäre er, wenn nicht getötet, aber zumindest schwer verletzt worden. Faszination Formel 1. Seit Beginn lag über der Königsklasse im Automobilsport auch die Faszination praktisch unbeherrschbarer Kräfte. Mit Glück und Geschick entging er den großen Karambolagen. Viele berühmte Namen sind dieser Faszination zum Opfer gefallen. Von Juan Manuel Fangio, Graf Berge von Trips, über Jim Clark, Jochen Rindt, Roland Ratzenberger bis Ayrton Senna. Noch vor wenigen Jahren waren Todesmeldungen bei der Formel 1 Berichterstattung traurige Routine. Originalton Deutsche Wochenschau. In der 2. Runde kommt der Honda ins Schleudern, überschlägt sich und explodiert. Vorsichtig schlängelt sich die Konkurrenz am brennenden Wrack vorbei. Das Rennen geht weiter. Für Schlesser aber kommt jede Hilfe zu spät. Schlesser, als guter und sicherer Fahrer bekannt, ist der 4. namhafte Rennfahrer, der in diesem Jahr bei einem Unfall starb. Einer, der mehrere solcher Horrorunfälle überlebt hat, der Schweizer Ex-Rennfahrer Marc Sucher.
Einmal konnte er sich schwer verletzt nur knapp aus einem brennenden Rallye-Fahrzeug befreien. Sein Beifahrer starb. Zweimal wurde er in Formel-1-Fahrzeugen bei Unfällen schwer verletzt. Also bei meinem ersten, beim schweren Unfall im Formel 1 war es so, dass mir auch die Bremse versagt hat, also ähnlich wie bei Michael Schumacher. Ich bin gerade ausgerutscht in der Mauer. Davor war eigentlich nichts, da waren so Fangzäune, es waren so Drahtgeflechtzäune, die haben mich kaum abgebremst. Und die Mauer kam natürlich auch ein paar Meter schon nach der Strecke. Und das Auto hat sich dann so zusammengedrückt, dass ich eingeklemmt war. Damals waren ja auch die Füße noch zuvorderst im Auto, also vor der Vorderachse. Ich habe praktisch mit den Füßen zuerst die Mauer getroffen. Und das Aluminium hat sich dann so verformt, die Knie waren am Kinn oben und man musste mich eine halbe Stunde lang aus dem Auto sägen. Kann man sich sowas heute vorstellen oder wie hat sich das verändert? Also ich denke, dass ich bei den heutigen Autos, bei diesem Unfall, wohl nicht mal eine Verletzung gehabt hätte. Ein moderner Formel-1-Bolide. 790 PS, weniger als 500 Kilogramm schwer. In 4 Sekunden auf Tempo 200, Höchstgeschwindigkeit bis 350. Dass Rennfahrer bei diesen Gewalten auch Unfälle relativ unbeschadet überstehen können, liegt zunächst an den Materialien. Kohlefasermatten, leicht und äußerst widerstandsfähig, werden in Formen verklebt und im Ofen bei 140 Grad zu den einzelnen Karosserieteilen gebacken. Eine Nosebox auf dem Weg zum Crashversuch. Die Frontpartie des Monocoques soll beim Frontalaufprall so viel Energie wie möglich aufnehmen. Wie jede Neukonstruktion muss auch dieses Teil seine Widerstandsfähigkeit im Test beweisen. Wir wollen eine möglichst gleichmäßige Zerstörung sehen, bis ungefähr zu diesem Punkt. Darunter darf es keine Deformation geben, weil die Füße des Fahrers nur rund 11 cm entfernt sind. Der 800 Kilo Rambock wird gespannt, beschleunigt innerhalb von Zehntelsekunden auf exakt 47,5 Stundenkilometer. Diese Energie, halb so viel wie beim Schumacher-Crash, muss die Nosebox komplett aufnehmen. Und die Neukonstruktion hält. Erst am Computer wird sichtbar, wie gleichmäßig die Kohlefaserkonstruktion zerstört wird. Noch rechtzeitig vor dem Fußraum stoppt der Rambock. Die Füße des Fahrers wären unverletzt geblieben. Kein Crashtest, sondern ein realer Unfall. Vor 2 Jahren kracht Gianni Morbidelli mit diesem Sauber Petronas und Tempo 120 in die Leitplanke, bekommt dabei keinen Kratzer ab. Nach diesem Unfall ist Morbidelli von einem Arzt durchgecheckt worden. Nur 5 Minuten später war er schon wieder auf der Piste. Nur sein Wagen hatte eine neue Nase bekommen. Mehr Tempo, mehr Sicherheit. In den vergangenen 30 Jahren hat diese Entwicklung in der Formel 1 Früchte getragen. Die Zahl der Unfälle hat sich verdoppelt. Die Zahl der Unfalltoten ist gleichzeitig drastisch zurückgegangen. Sehr zur Freude der Rennfans, die sich klammheimlich über so manchen Ausrutscher freuen, ohne gleich mit dem Schlimmsten rechnen zu müssen. Genuss ohne Reue. Bisher zumindest. In der laufenden Saison ist in der Königsklasse noch kein Fahrer ums Leben gekommen. Sicherheit ist auch irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf der Gedanke, ach, man könnte ja mal jetzt einen schönen Unfall, einen schönen Crash oder einen schönen Dreher sehen, aber das ist mit Sicherheit nicht vorrangig. Also wir wollen ein schönes Rennen sehen, ein spannendes Rennen sehen, möglichst ohne Verletzte, und das steht ganz klar im Vordergrund. Und wenn auf der Piste gerade mal nichts los ist, gleich gegenüber auf der Autobahn ist immer Renntag.